Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Out of the Dark. Hier ist wieder euer Flipper. Und wenn du heute erfahren möchtest, welche zwei Seiten der Hilfeleistung es für psychisch Kranke gibt, dann solltest du dieses Video unbedingt bis zum Schluss anschauen. Ja, in der Sozialpsychologie unterscheidet man zwischen zwei Arten der Hilfeleistung. Einmal der autonomiebasierten Hilfeleistung und der direkten Hilfeleistung. Die autonomiebasierte Hilfeleistung charakterisiert sich dadurch, dass sie Hilfe zur Selbsthilfe betreibt. Das bedeutet, ein hungernder Mensch sitzt an einem Fluss und als autonomiebasierte Hilfeleistung fängst du jetzt nicht damit an, deine Angel auszuwerfen und für diesen Menschen einen Fisch zu fangen, sondern du zeigst diesem Menschen, wie man eine Angel baut und wie man angelt, damit dieser Mensch von nun an jeden Tag sich einen Fisch aus dem Wasser ziehen kann. Bei der direkten Hilfeleistung würdest du deine Angel auswerfen und dem Hungernden einen Fisch geben. Jetzt haben selbstverständlich beide Hilfeleistungen ihre Berechtigung. Stell dir mal vor, eine Person hat einen Autounfall, ist in dem Auto eingeklemmt. Dann würde es der Person wenig bringen, wenn du diese erklärst, wie man sich aus einem eingeklemmten Fahrzeug befreit. Hierbei wäre also die aktive und direkte Hilfeleistung deutlich besser. In Bezug auf die Entwicklungshilfe, ja, beispielsweise in armen, korrupten und wirtschaftlich schwachen afrikanischen Staaten, tendiert man mittlerweile immer mehr dazu, eine autonomieorientierte Hilfeleistung den Menschen zukommen zu lassen, da es ja längerfristig betrachtet wenig Sinn macht, diese Menschen in ein Abhängigkeitsverhältnis zu stellen. Und der große Nachteil eben dieser direkten Hilfeleistung besteht darin, dass ein Machtgefälle entsteht. Also der Gebende ist über dem Nehmenden. Und das sorgt natürlich auch für eine erlernte Hilflosigkeit. Jetzt transformieren wir mal die gesamte Thematik auf den Umgang mit einem psychisch Kranken. Und wie immer ist es hier ein wenig komplexer. Grundsätzlich und aus eigener Erfahrung würde ich sagen, haben beide Formen der Hilfeleistung ihre Berechtigung. Längerfristig können sie aber auch verheerende Folgen haben. Gerade dann, wenn du deinem Angehörigen oder deiner Angehörigen vor allem direkte Hilfeleistungen zukommen lässt. Weil durch das dadurch entstehende Machtverhältnis zwischen euch ist sie automatisch immer in der schwächeren Position und kann somit noch die eigene Opferrolle legitimieren und das eigene Selbstmitleid steigern. Darüber hinaus tötest du die Selbstwirksamkeit des Angehörigen längerfristig ab. Wenn du aber nur autonomiebasierte Hilfeleistungen zukommen lässt, kannst du deinen Angehörigen damit stark überfordern und im schlimmsten Fall kann es auch sein, dass er sich von dir im Stich gelassen fühlt. Deshalb würde ich eher dazu raten, wenn es deinem Angehörigen gerade sehr, sehr schlecht geht und er gerade wirklich in einer sehr, sehr schwierigen und verzweifelten Lage ist, dann ist direkte Hilfeleistung in vielen Fällen richtig, da der Erkrankte häufig auch aus eigener Kraft vieles gar nicht schaffen würde. In Zeiten, in denen er aber einigermaßen stabil ist, lohnt es sich wirklich, diese direkte Hilfeleistung einzustellen und auf eine autonomiebasierte Hilfeleistung umzustellen. Denn man muss die gesamte Thematik mal längerfristig betrachten. Längerfristig muss es immer darum gehen, diesen Menschen so zu stabilisieren, dass er ein eigenständiges Leben mit allem, was dazugehört, leben kann. Und das ist eben nur erreichbar über eine autonomiebasierte Hilfeleistung. Das schafft die direkte Hilfeleistung niemals. Ich würde fast sagen, sie läuft sogar diametral dagegen, da du dieses Opferdasein und diese Hilflosigkeit durch diese Form der Hilfeleistung zusätzlich verstärkst. In welchem Verhältnis du jetzt diese Hilfeleistungen in Bezug auf deinen Angehörigen genau anwendest, kann ich natürlich nicht sagen. Erstens, weil ich kein Psychologe bin und auch kein Psychiater. Zweitens, weil ich die Erkrankung an sich nicht genau kenne. Und drittens, weil ich dadurch auch wiederum dir eine direkte Hilfeleistung zukommen lasse. Weil das Ziel dieses Kanals ist die autonomiebasierte Hilfeleistung. Ich möchte dich dabei unterstützen und dir Strategien mit an die Hand geben,
die du dann selbst in deiner aktuellen Lebenssituation verwenden kannst. Grundsätzlich kannst du dir meiner Erfahrung nach die Faustregel merken, mit der ich gut gefahren bin. Geht es dem Erkrankten gut, ist er einigermaßen stabilisiert, wird die direkte Hilfeleistung eingestellt und es gibt nur noch autonomiebasierte Hilfeleistung, da die eben auch die Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl des Erkrankten stärkt. Geht es ihm aber richtig schlecht, dann würde ich sagen, kann man auch direkte Hilfeleistung entgegenbringen, vielleicht dann in so einem Verhältnis 70-30. Also die autonomiebasierte Hilfeleistung darf nie vollständig verschwinden, egal wie schlecht es dem Angehörigen geht, weil wir dadurch längerfristig seine Selbstwirksamkeit und sein Selbstwertgefühl zusätzlich schwächen. Ganz, ganz, ganz arg wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, dass die Hilfeleistung nichts mit der emotionalen Wärme zu tun hat. Also nicht, dass jetzt der ein oder andere von euch denkt, weil er jetzt autonomiebasierte Hilfeleistungen seinem Angehörigen entgegenbringt, dass das irgendwas von emotionaler Kälte zu tun hätte. So nach dem Motto, das musst du jetzt allein schaffen und da helfe ich dir nicht. Das musst du selbst auf die Kette kriegen und so weiter und so fort. Das meine ich damit nicht, sondern vielmehr so, hey, ich glaube, dass du das alleine hinbekommst. Wenn du Fragen hast, ich bin da immer für dich da. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann unterstütze ich dich dabei natürlich. Aber ich möchte jetzt schon auch, dass du das zunächst mal alleine versuchst. Das wäre eine autonomiebasierte Hilfeleistung. Bisschen nach dem pädagogischen Prinzip, fördern, aber nicht überfördern. Aber die Herzenswärme bleibt immer dieselbe, unabhängig davon, welche Hilfeleistung man seinem Angehörigen entgegenbringt. Denn letztendlich sind beides Hilfeleistungen, die aber unterschiedliche Ziele verfolgen. Die direkte Hilfeleistung verfolgt das Ziel der direkten Schmerzlinderung und die autonomiebasierte Hilfeleistung dient dazu, deinen Angehörigen zu etwas zu befähigen und seine Selbstwirksamkeit wiederherzustellen. Ich hoffe, dass dieser Unterschied am Ende nochmal klar wurde. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier doch den Kanal. Lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du selbst mal Videovorschläge hast, worüber ich sprechen könnte, dann schreib es mir noch in die Kommentare. Ansonsten mach's gut. Bis zum nächsten Mal, dein Flipper. Ciao.